Glas hin und dann eine Tür rein. Aber auf jeden Fall lasse ich das erstmal so hoch, wie es ist. Da liegt noch ein Block. Zack. Und dann werde ich jetzt erstmal Glas holen. Aber ich glaube, Glas hatten wir erstmal genug. Wenn ich mich nicht irre. Ja, Glas hatten wir. 12, unglaublich. Dann werde ich mir jetzt hier erstmal eine Tür zimmern. Und dann können wir das ja mal gucken, wie das aussieht. Ich hoffe nur, dass es gut aussieht, weil ich möchte nicht dieses Glas jetzt hier schon wieder kaputt machen. So. Gibt es hier eine Mitte? Ja, hier gibt es eine Mitte. Das ist doch super. Wie machen wir das? Ich glaube, ich mache das jetzt so. Aber so wie es aussieht, wird das Glas nicht reichen. Ja, es reicht nicht. Oh, nee, ich wollte gerade sagen, es reicht, aber reicht doch nicht. Natürlich fehlt mal wieder nur ein einziges. Ist ja fast typisch oder fast klar gewesen. Und unsere Steaks sind fertig. So, mal schnell die Nase jucken. So, ist jetzt natürlich ganz schlau, dass wir für ein... Ach, ich werde jetzt da auf jeden Fall noch 63 Sand reinmachen. Damit das jetzt hier nicht runterdudelt und letztendlich für nichts. Also zumindest für einen Glasblock. So. Sieht doch, denke ich mal, ganz schnieke aus hier. Ich lasse es erstmal so. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so ganz direkt passt, aber ist ja egal. So, was wollte ich jetzt machen? Jetzt wollte ich, glaube ich, die Fenster wollte ich jetzt machen. Ob das hier passt, ja. Da habe ich doch schon wieder gehört, dass der Block reingefallen ist. Komm her, ich rette dich. Hätte ich zwar natürlich alles nachher machen können, aber ist egal. Also Glasscheiben haben wir ja, denke ich mal, erstmal genug. Wenn nicht, unten ist ja dann noch ein bisschen Glas. Falls es nicht reichen, ouch, sollte. Ey, bin ich hier zu blöd zum Treppe steigen? 1, 2. 1, 2. Und es sind mal wieder Blöcke runtergefallen. Au. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Abstand hier zum nächsten Fenster. Mann, warum springe ich denn überall runter hier? So, ich mache das einfach mal so. Weil ich jetzt nicht wirklich Lust habe, das auszuzählen. So, jetzt möchte ich aber nicht, dass hier wieder einer runterfällt. Weil ich nicht wieder aus dem Fenster springen möchte. Weil wir jetzt Rüstung haben und ich möchte die nicht unbedingt... Aber gut, bis jetzt ja noch nicht abgenutzt. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie Schaden macht, wenn man da jetzt irgendwie aus dem Fenster springt. So. So, und die Spitzhacke ist kaputt. Nein! Gucken, ob niemand guckt. Autsch. Krankenwagen. Also die Beine müssten ja eigentlich mittlerweile gebrochen sein. Achso, hier ist ja noch was drin. Und das Glas ist auch noch nicht fertig. Warte mal, passt das jetzt überhaupt? 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4, ja doch, passt. Das sah nämlich eben gerade ein bisschen komisch aus, als ich hier hochgegangen bin. 4. Ich hoffe nur, dass es wirklich jetzt 4 waren. So. Weh, ihr springt. Einer fällt immer raus. Das ist irgendwie typisch. Ah, den hole ich mir jetzt erstmal nicht. Den werde ich mir dann gleich holen. Diesmal gehe ich aber ganz gesittet runter. Weil ich glaube, die Wirbelsäule hat sich jetzt schon genug in den Kopf gebohrt. Ja. Die Rüstung nutzt sich anscheinend nicht vom Fallen ab. Was mache ich hier eigentlich? Bin ich doof?
Ich bin halt irgendwie wirklich ein bisschen verwirrt. Ich weiß aber auch nicht warum. So, ist hier drüben auch eigentlich einer runtergefallen? Das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Nö, zum Glück nicht. Und die Türe zu. Mir fällt gerade was ein. Ach Mist, das können wir hier nicht machen. Ich wollte mir nämlich jetzt einen Trittschalter machen. Für die Tür, dass wir die nicht immer auf und zu machen müssen. Aber ich weiß nämlich ganz genau, was passieren wird. Genau, weil ich es nämlich nicht anders erwartet hätte. Das ist so eine Sache mit Türen und Trittschaltern. Da habe ich nämlich auch schon ein Tutorial gemacht. Oder ein Let's Show oder ein Let's Build. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das dazu sagen soll. Auf jeden Fall habe ich schon davon ein Tutorial gemacht. Könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr wollt, wenn ihr nichts dagegen... Ach, nichts dagegen habt. Wenn ihr irgendwie nichts zu tun habt, so gerade, könnt ihr euch ja das ja mal ruhig angucken. So ganz heimlich jetzt werbe ich für mein Profil. Wie unhöflich. So, also die haben wir jetzt erstmal umsonst gemacht. Na gut, umsonst nicht, aber vielleicht finden wir noch nachher Verwendung dazu. Dafür. So, wo war das Bett gewesen? Das habe ich, glaube ich, wieder in die Kiste getan. Und das stelle ich jetzt hier einfach mal hin. Mit Blick auf den Sonnenuntergang werden wir jetzt schlafen. Und auch wieder aufstehen. So, ich glaube, jetzt werde ich hier erstmal die Decke wieder reinmachen. Oder erstmal eine Decke reinmachen. Das kann jetzt, denke ich mal, erstmal eine Weile dauern. Vielleicht mache ich hier erstmal die Raumbegrenzungen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, weil das ist irgendwie... das kann man ja gar nicht so direkt machen. Ob ich jetzt hier eine Wand... Ah, ich das jetzt gemacht? Ach nee, ist nicht schlimm. Ob ich jetzt hier eine Wand reinmache und dann hier einen Raum? Mist, ich hätte das mit den Fenstern, glaube ich, anders machen müssen. Ich mache jetzt hier einfach mal eine Wand rein, aber ich glaube... ein bisschen Asymmetrie ist ja egal. Nee, warte mal. Ich glaube, das hat jetzt gar nicht gepasst, das Wort. Ist ja auch egal. Und der erste Stack ist weg. Stack weg. Haha. Mit der Tür passt es auch schon wieder nicht. Warum hat das denn da hinten? Ich merke gerade, dass das hier schon wieder nicht passt. Ich könnte mich schon wieder dumm und dämlich ärgern. Das ist aber auch echt eine schöne Hütte, die wir hier gebaut haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier mit der Tür machen werde. Ich glaube, die werde ich dann einfach hier reinzimmern. Und dann mache ich hier oben erstmal die Decke zu. Und dann werde ich mal, glaube ich, hier ein Fenster reinmachen. Dann wird das hier, denke ich mal, auch gleich unser Schlafzimmer. Und da habe ich auch schon was vor mit dem Bettchen. Da habe ich so eine ganz coole Idee. Eine ganz gute Idee. Dann werde ich das Bettchen, glaube ich, hierhin machen. Dann mache ich mir, glaube ich, noch ein zweites. Aber nee, mir fällt gerade ein, wir haben keine Wolle. Deswegen werde ich jetzt erstmal auf Schäfchensuche gehen. So, diesmal ist kein Block aus dem Fenster gefallen. Zum Glück auch. Und dann werde ich was Schönes machen mit dem Bett. Da ist mir nämlich was eingefallen, was man machen könnte. Und wer jetzt gesehen hat, dass ich... Wer jetzt gesehen hat, dass ich Zäune genommen habe, Entschuldigung, wird sich wahrscheinlich schon denken, was ich machen werde mit dem Bett. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte jetzt Schafe suchen gehen. Die werde ich auch brauchen. 6 werden, glaube ich, reichen. Nein, werden nicht reichen. Egal. Aber ich wette, jetzt, wo wir auf Schäfchensuche gehen, werden wir keine finden. Obwohl wir halt vorhin so viel gesehen haben. Aber das ist ja immer so. Naja, mal gucken. Hallo? Irgendwer da? Hier zum Beispiel, das, genau das meine ich. Wer sich daran erinnern kann, weiß, dass hier eigentlich gar nicht so viele Bäume standen. Ne?
Ich könnte jetzt auch die alten Folgen mal angucken. Oder die älteren. So alt sind sie ja eigentlich noch gar nicht. Und dann könnte ich ja mal gucken, weil ich glaube sogar fast die Bäume waren da gar nicht. Bleib doch mal stehen hier. So. Na du? Tschüss. Dein Kind werde ich natürlich großziehen. Ich hoffe mal. Schade. Hätte ja klappen können. So sind leider beide Hühner hinüber. Aber egal. So, da unten ist noch ein Schaf. Haben wir schon mal... Habe ich hier gerade einen Zombie gehört? Hier ist bestimmt irgendwo schon wieder eine Höhle. Mensch, was machst du denn hier? So, und da sind schon wieder Schafe. Stopp! So, und jetzt können wir nämlich noch ein Bett machen und dann mache ich mir dann ein Doppelbett und dann... Die ein oder anderen werden jetzt wahrscheinlich schon wissen, was ich dahin bauen werde. Unser Creeper-Loch habe ich immer noch nicht zugemacht. Werde ich alles noch machen, keine Sorge. Früher oder später. Und mit später meine ich denn wahrscheinlich 5 Jahre. Ich bin generell mal gespannt, wie lange das Let's Play sich denn rausziehen wird. Also bis jetzt mit dieser Aufnahme, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das denn sind. Ich denke mal, so 10 Folgen werden das denn schon sein. Oder die 10. Folge wird das denn schon ungefähr sein. Diese hier. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie viele Folgen das denn sein werden. Zombie? Zombie? Nein. Nein, sag nicht, da oben sind Zombies drin, ne? Hört sich sogar fast so an. Hallo? Hallo? Nö, hier oben sind keine Zombies. Zum Glück. Also, ungebetene Gäste kann ich ja ganz besonders leiden. Vor allem im eigenen Haus. Vor allem, wenn die Tür zu ist. Und eigentlich gar kein... Ja, doch, da ist das Fenster offen. Ist offen. So, ist das jetzt überhaupt passend? Nö, natürlich mal wieder nicht. Aber ist ja egal, wir sind jetzt mal ganz... Ganz unsymmetrisch sind wir jetzt hier heute mal. So, ich glaube... Womit mache ich denn das? Hiermit wollte ich das machen. Und hiermit. Und mit Holz. Planken. Dann werde ich mir jetzt hier nochmal ein paar Halbtrittstufen oder wie auch immer man sie nennen mag. Ach, nehmen wir jetzt hier einfach 15 Stück, wird schon reichen. Nee, wird auf jeden Fall reichen, haben wir noch ein paar über. So. Mist. Ach, das sind ja schon wieder die Dinger, die man nur mit... Naja, ich gehe schon runter. Ich gehe ja schon... So, und eine Holzspitzhacke. Hatten wir nicht ein... Ach nee, ich gucke jetzt nicht. Wir hatten ja eigentlich noch... Wir hatten ja eigentlich noch... Ich bin aber auch schlau hier. Wir hatten ja eigentlich noch Steinspitzhacken gehabt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. So, und dann mache ich... Ich habe von 12 Steinen... Ach, von 12 Stufen habe ich... Unglaubliche 4 falsch gesetzt. Nein, halt 5. So, und so, so, so und so. Und dann ist unser Himmelsbett fertig. Auch wenn es nicht so ganz so aussieht wie ein Himmelsbett, sieht er aus wie ein Doppelstockbett. Und es war mir sogar fast klar, dass es nicht reichen wird. Ach, das da oben sieht natürlich auch nicht so... Ich weiß auch gar nicht, ob man denn im Bett schlafen kann, wenn das da... Naja, mal gucken. Ich überlege, ob ich... Ich habe mir nämlich gerade so mal überlegt. Das kann man doch eigentlich auch hiermit machen. So am Rand, so wo man denn nicht sieht, weil dann kann man ja die
Stufen da kann man ja denn hier so alle wegnehmen. Ich gucke jetzt mal vorher, wie das aussieht, wenn ich das jetzt hier noch vollende mit den Holzplatten.